Hallo alle da draußen, beziehungsweise da drinnen, hoffe ich. Es war ziemlich lange Zeit ruhig auf meinem YouTube-Kanal, aber jetzt gibt es endlich ein neues Video, beziehungsweise eine ganze Videoserie, die sich an meinem letzten Blogpost orientiert. Den Link zum Blogpost findest du unter dem Video und in diesem Post geht es um deine mentale Gesundheit in der Corona-Krise. Bisher habe ich nur positives Feedback zu diesem Blogpost bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Allerdings dachte ich, dass der ein oder andere vielleicht lieber das Ganze in einem Videoformat sehen möchte bzw. hören möchte. Und außerdem kann ich so für meine englischen Follower die Untertitel einblenden. Eine kurze Zusammenfassung der letzten Wochen. Das Coronavirus hat unser Leben ganz schön aus der Bahn gebracht. Und obwohl wir Menschen eigentlich ganz gut darin sind, uns an neue Situationen anzupassen, haben wir doch unsere Schwierigkeiten mit dieser Pandemie, denn sie kam ziemlich plötzlich und sie kam unvorhersehbar. Dazu kommt, dass wir jetzt in eine ziemlich ungewisse und unangenehme Zukunft blicken und wir sind leider gar keine Fans von Ungewissheit. Wir sind außerdem dazu aufgefordert, unser komplettes Sozialverhalten zu verändern. Und einige von uns haben ihre Jobs vielleicht schon verloren, andere bangen noch sehr darum und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Dann gibt es die Menschen, die jetzt noch mehr arbeiten müssen als vorher. Ich denke da an die Arbeiter im Gesundheitswesen und das bringt natürlich viel mehr Stress mit sich. Und dann gibt es die Menschen, die etwas mehr Zeit als sonst zum Grübeln haben, weil sie sich in Isolation befinden. Was macht die Krise also eigentlich mit unserer mentalen Gesundheit? Es kommen sehr viele negative Emotionen und sehr viel Stress auf uns zu, was uns auf Dauer sehr runterziehen kann. Vielleicht hast du sogar schon gemerkt, dass du dich in letzter Zeit viel öfter gestresst fühlst oder demotiviert, gelangweilt, einsam, traurig oder sogar schon fast depressiv, ängstlich und hilflos, wenn du in die Zukunft schaust. Du könntest also einen Boost für dein mentales Immunsystem gebrauchen und darum geht es in dieser Videoserie. In meinem Blogpost stelle ich 4 wichtige Säulen vor, auf die du in der Corona-Krise aufbauen solltest. In diesem Video geht es jetzt erstmal um eine dieser Säulen und ich werde dir wichtige Erkenntnisse, Tipps sowie Übungen vorstellen, die du direkt ausprobieren kannst. Wichtig ist, nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Du musst also herausfinden, was dir gut tut. Um in der jetzigen Krise mental stark zu sein, musst du dich nicht völlig umkrempeln und jeden Tag mega kreativ und produktiv sein, sondern es geht eher darum, dass du dich selber schützt. Und Selbstschutz beginnt mit Selbsterkenntnis. Das ist die erste wichtige Säule, auf die du aufbauen solltest. Baustein Nummer 1 ist Akzeptanz. Momentan hast du leider relativ wenig Kontrolle über deinen Alltag und das macht dir Angst. Das ist völlig verständlich und es geht vielen Menschen so. Du hast aber immer noch die Kontrolle über eine ganz wichtige Sache. Du kannst versuchen, diese ungewöhnliche Situation, in der du dich gerade befindest, zu akzeptieren. Das fällt am Anfang natürlich sehr schwer, aber glaub mir, du wirst es schaffen, mit der Situation besser umzugehen, wenn du lernst, bestimmte Dinge loszulassen bzw. für eine vorübergehende Zeit durch etwas anderes zu ersetzen. Zum Beispiel kannst du versuchen zu akzeptieren, dass es heute leider nicht möglich ist, dass du dich mit deinen Freunden im Café triffst. Was kannst du stattdessen tun? Du könntest ein Online-Meeting planen zur Mittagszeit und jeder bringt seine Tasse Kaffee mit. Dadurch, dass du etwas planst, bringst du nochmal ein Stück Struktur und nochmal ein Stück Kontrolle in deinen Alltag. Baustein Nummer 2 ist schlechte Laune. Ja, auch das ist erlaubt. Du sollst doch mal schlechte Laune haben und negative Gefühle zulassen. Es ist okay, sich traurig, hilflos oder mal schwach zu fühlen. Es sollte allerdings kein Dauerzustand sein. Und vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Idee, wie du nach einem schlechten Tag nochmal neue Energie sammeln kannst. Zum Beispiel durch deine sozialen Kontakte oder durch ein bisschen Sonne tanken im Garten oder im Sessel beim Fenster, durch deine Lieblingsmusik oder deine Lieblingseiscreme. Mach dir also bewusst, dass es auch wieder bessere Tage geben wird. Baustein Nummer 3 ist neue Sicherheit. Je weniger Kontrolle du über deinen Alltag hast, desto unsicherer fühlst du dich. Und das ist auch völlig logisch. Daher ist es wichtig, dass du kleine Dinge im Alltag findest, die dir immer noch ein Gefühl von Sicherheit geben. Das können zum Beispiel Freunde sein oder ein Spaziergang in der Natur oder kleine tägliche Rituale, die dir nochmal ein bisschen Struktur geben, wie zum Beispiel 5 Minuten Yoga am Morgen.
Baustein Nummer 4 ist dein Isolations-Ich. Die Corona-Krise ist eine völlig neue Situation für uns alle. Wichtig ist, dass du herausfindest, wie du genau mit dieser Situation umgehst. Versuch also mal, in dich hineinzufühlen und deine Gedanken und Emotionen zu erkennen. So kannst du vielleicht herausfinden, welche Werte dir jetzt gerade wichtig sind oder welche Grundeinstellungen du gegenüber den aktuellen Ereignissen hast. Je besser du deine Innenwelt kennenlernst, desto einfacher wird dir dann in einem nächsten Schritt der Perspektivenwechsel gelingen. Das wäre Baustein Nummer 5, der Perspektivenwechsel. Du hast bestimmt schon den Spruch gehört, jede Krise ist auch eine Chance. Da steckt ein Fünkchen Wahrheit mit drin, denn tatsächlich können wir an den Herausforderungen, die jetzt gerade an unserem Weg stehen, wachsen. Beim Perspektivenwechsel versuchst du, deine Ängste und deine Ansichten aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hast vielleicht den Katastrophengedanken, mein Leben ist völlig außer Kontrolle und ich kann nichts dagegen tun. Das klingt sehr schwerwiegend und klingt sehr bedrohlich. Du könntest versuchen, diesen Satz ein bisschen umzuformulieren und ihn abzuschwächen. Wie wäre es zum Beispiel mit, mein jetziger Alltag ist ziemlich verrückt und neu für mich. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben, um mich anzupassen und mich auf die kleinen Dinge im Leben zu konzentrieren, die mir Freude und Sicherheit geben. Das klingt doch schon viel besser. Du nimmst also die schweren Begriffe aus diesem Satz, außer Kontrolle, ich kann nichts tun, und wandelst sie etwas um in, ich gebe mein Bestes, ich versuche es jeden Tag aufs Neue, das Ganze ist eine neue Situation für mich. Der Ausdruck, ich versuche es jeden Tag aufs Neue, ist besonders wichtig, denn selbst wenn du mal einen schlechten Tag hattest und es hat mit der Anpassung, mit der Isolation überhaupt nicht geklappt, dann kannst du immer noch den Reset-Knopf drücken und am nächsten Morgen deine Strategie aufs Neue probieren. Das ist doch wesentlich stressfreier als immer alles sofort und gleichzeitig zu müssen. Baustein Nummer 6 ist Achtsamkeit. Vielleicht hast du jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit als sonst, um deine Achtsamkeit zu trainieren. Achtsamkeit bedeutet, ganz bewusst im Hier und Jetzt zu leben und sich bewusst zu machen, was gerade im Körper und im Kopf passiert. Denn viel zu oft leben wir entweder in der Vergangenheit oder wir sorgen uns bereits um die Zukunft. Hier ist Achtsamkeit ein gutes Mittel, um die Ängste temporär zu vergessen. Es gibt verschiedene Achtsamkeitsübungen und auch hier gilt, nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Daher ist es wichtig herauszufinden, welche Übung für dich gut ist. Beispiele für Übungen sind Meditation, Atemübungen oder Fantasiereisen. Unter dem Video findest du ein paar wertvolle Links zu Internetseiten, die etwas mehr über das Thema Achtsamkeit erklären. Und letztendlich Baustein Nummer 7 für deine Selbsterkenntnis ist die Frage nach dem Warum. Dein momentanes Verhalten und deine Gefühle sind wahrscheinlich sehr untypisch für dich. Frage dich also, warum ist es eigentlich so? Warum bin ich heute so gelangweilt? Oder warum bin ich gerade so demotiviert? Warum vermisse ich meine Freunde und meine Familie? Warum geht es mir so schlecht in der Isolation? Starte also deine persönliche Recherchearbeit über menschliches Verhalten, aber sei dir bewusst, nur zuverlässige wissenschaftliche Quellen zu benutzen. Wenn du gerne mehr Informationen haben möchtest zu den verschiedenen Bausteinen oder wenn du dir ein wenig Unterstützung wünschst bei der jetzigen Situation, entweder dabei, dich besser kennenzulernen oder besser mit dem Stress und der Negativität umzugehen, dann schreib mich gerne an. Wir können dann über deine aktuelle Lage sprechen und online im Beratungsgespräch an Lösungen arbeiten. Ich berate dich auch gerne per Telefon, im Live-Chat oder per E-Mail. Du findest meine Homepage und meine E-Mail-Adresse unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gemeinsam schaffen wir das.